eigentlich von ja, fast Geburt an, kann man sagen. Die Eltern haben einen mit aufs Fahrrad genommen. Ich habe schon geschlafen auf dem Fahrrad, im Körbchen vorne drin früher. Und dann fuhr man selber Fahrrad. Also das Fahrrad begleitet mich schon viele, viele Jahrzehnte. Ja, wir brauchen den politischen Willen. Wir müssen von ganz oben, am besten vom regierenden Bürgermeister an, den Rückhalt bekommen, dass die Radverkehrsanlagen optimiert werden und vor allen Dingen, dass auch die Verkehrssicherheit dadurch gefördert wird. Alle fahren Fahrrad. Das Auto wird nur noch genommen, so wie ich das jetzt schon mache, um mal eine Urlaubsfahrt zu machen, oder wenn man ganz sperrige Dinge transportieren will. Ansonsten fährt man in der Stadt nur Fahrrad.